So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück in Kingdom Come Deliverance. Wir suchen jetzt immer noch nach Pater Simon. Und ich habe mich beim letzten Mal in dieser politischen Diskussion auch ein bisschen hier verlaufen. Wir sind sehr weit weg von dem Gebiet, wo wir suchen sollen. Deswegen werden wir jetzt mal hier zurückgehen, da wir hier oben auch wirklich nichts finden. Und wieder einmal bleibt mir nur festzuhalten, wie wunderschön die Natur hier abgebildet ist. Ich wiederhole es immer wieder gerne. Topografie, Naturdarstellung, Architektur, das sind die Sachen, in denen Kingdom Come echt gut glänzt, muss man ganz ehrlich sagen. Was übrigens, ich habe ja die Videos von Steinwallen da vorhin angesprochen, mit dem Trip durchs heutige Böhmen und den Ortschaften wie Sasau, wie Talmberg oder eben auch Rattay. Und was dort auch aufgefallen ist, wie genau die Typografie abgemessen haben von den Orten. Also so ein Ort wie Rattay sieht heute, was so den Ortsanstieg angeht, den Weg, der da hochführt und so am Anfang, das sieht exakt genau so in der Realität aus. Es ist unfassbar, mit welchem Detailgrad die Entwickler das quasi vermessen haben, um es im Spiel darzustellen. Also das ist auch der Grund, warum die Gegend so natürlich aussieht, weil sie eben halt natürlich ist von der Topografie her. Und das eben kein Zufall ist, warum es hier irgendwelche Hänge und Anstiege und so weiter gibt oder irgendwelche Wälder, die dann auch nach Wäldern wirklich aussehen. Das ist wirklich ein ganz großer Pluspunkt des Spiels. So, wir suchen aber immer noch an der falschen Stelle. Wir müssen hier drüben suchen angeblich. Wow, weg runter. Und dann schauen wir mal, ob wir den Pater irgendwo finden. Jetzt haben wir auch mehr Licht hier tagsüber. Sehr schön. Sind wir jetzt hier richtig? Ja, jetzt sind wir so langsam richtig hier. Hier sollen wir nachschauen, ob wir das Kraut hier irgendwo finden. Dies war es nicht. Aber wir sind hier richtig, ne? Ja, wir sind mittendrin in dem Gebiet. Aber so richtig was gefunden haben wir hier noch nicht. Hier ist eben eine Steinformation. So. Tja. Wir können immer noch ein bisschen weiter schauen hier. So richtig was gefunden habe ich hier aber noch nicht. Wir sollen ja... Sieh dich in der Gegend um. Pater Simon könnte sich in der Nähe versteckt halten. Dort, wo Beinwell wächst, aber... Ah! Gut. Wer bist denn du? Du bist ein Vagabund. Heinrich kommt uns besuchen. Und er freut sich. Hey, du! Was machst du da? Ich habe Stimmen gehört. Wir sind mal ganz ehrlich hier. Ich komme wegen Pater Simon. So heißt hier keiner. Oh doch. Hältst du mich für einen Narren? Gut. Vielleicht ist so einer hier. Und wenn schon, wir gehen nirgendwo hin. Ja, genau. KCD hat wirklich die bislang beste Landschaft in einem Spiel. Es sieht wirklich fast so aus, wenn ich selbst vor die Tür gehe und in den nahen Wald wacke. Ja, es ist wirklich so, ne? Es ist wirklich so. Ach, guck mal hier. Der Vagabund ist schlecht in der Kategorie hier. Ihr solltet weniger reden und eure Beine mehr bewegen. Und wieso, hä? Glaubst du kannst uns beide schlagen? Vielleicht. Im Zweifelsfall. Aber das spielt keine Rolle. Ich habe euch beide gestern gesehen und in Talmberg Bericht erstattet. Habe ich das? Entweder wartet ihr also auf dreiste Lüge, ey. Robert oder verzieht euch. Scheiße. Gut, wir gehen. Wie weit sind sie? Weit genug. Wenn ihr rennt, kriegen sie euch nicht. Ah. Das würde ich doch niemals glauben, wenn er so einen Mist erzählt, ey. Naja. So, der Vagabund hat uns eben freundlich begrüßt und danach war er total argwöhnisch. Auch sehr lustig. Ist das er hier? Nee, er ist der andere Vagabund. Ah, die beiden hauen ab. Sehr schön. Hier ist... Oh Gott, sieht der abgeranzt aus. Pater Simon. Oh, danke, mein Sohn. Ich fürchtete, ich komme hier nicht lebend wieder heraus. Äh,
Schlimme Zeiten auf jeden Fall. Wir leben in schlimmen Zeiten, wo Halunken wehrlose Menschen angreifen. Sie haben mich nicht angegriffen. Ich habe sie dabei beobachtet, wie sie Vogelnester plünderten und hatte Mitleid. Das macht ihre Tat umso schändlicher. Die Freundlichkeit eines Christen derart zu vergelten. Wem verdanke ich denn meine Rettung? Ich heiße Heinrich. Vielleicht erinnerst du dich. Ich bin der Sohn des Skalitzer Schmieds. Dein Gesicht kommt mir bekannt vor. Doch du wirst sicher nicht zufällig hier vorbeigekommen sein, oder Heinrich? In der Tat. Ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Mich? Was könnte ich schon für dich tun? Ich möchte, dass du nach St. Jakob zurückkehrst. Die Leute brauchen seelischen Beistand. Skalitz ist völlig zerstört und viele in St. Jakob sind gestorben. Sie brauchen einen Pfarrer. Ich verstehe, aber muss dich leider enttäuschen. Ich bin kein gutes Mann mehr. Ich bin mein jetzt Sohn. Büßender Einsiedler. Ach, mein Sohn, du verklattest was mit meiner Mutter. Ich kenne deine Geschichte, Pater. Dann weißt du auch, dass ich schuldig bin. Ja, und ich möchte es nicht abtun. Dein Gewissen ist allein deine Sache. Aber ich weiß, dass du tief drinnen ein guter Mann bist. Du weißt nicht, was du da redest. Du kennst mich nicht. Aber ich weiß, was du getan hast. Viele Gottesmänner brechen Gottes Gebot und schämen sich nicht ein bisschen dafür. Das entledigt mich nicht meiner Sünden. Gottes Gesetz ist unumstößlich, egal wie oft man... So ein Hardcore-Fanatiker. Die Menschen brauchen dich. Vergib meine Offenheit, aber auch wenn es dir freisteht, deine Gemeinde zu verlassen, entbindet dich das nicht deiner Pflicht gegenüber deiner Herde. Aber ich bin ein Sünder. Ich kann niemanden führen. Ich bin unwürdig. Pfarrer, Bischöfe, Mönche, Äbte, allesamt Sünder. Genau. Selbst der Heilige Vater ist einer. Du hast deine Buße getan. Es ist Zeit, unter Menschen zurückzukehren. Du hast sicher recht. Es ist meine Pflicht. Wenigstens, bis sich jemand Besseres findet. So bald werden sie niemanden finden, der besser geeignet ist. Also gut, ich nehme, was ich tragen kann und gehe zurück nach St. Jakob. Danke. Deine Gemeinde wird es dir danken. So. Brauche Hilfe bei einer Behandlung? Ich brauche deine Hilfe, Pater. Und was fehlt dir, Junge? Simi81, huhu, ja, hi. Skalitz liegt im Sterben. Er ist in Sasau und hat nicht mehr lange. Immer langsam. Was ist mit ihm geschehen? Das weiß keiner so genau. Er hat keine sichtbaren Wunden, hat sich aber länger unter Leichen vor den Kumanen versteckt. Gott hab Gnade. Lebende sollten nie unter den Toten weilen. Seine Eingeweide müssen verdorben sein, doch dann liegt sein Schicksal in Gottes Händen. Kann man die Eingeweide reinigen? Es mag dich überraschen, aber du wirst ihm Alkohol einflößen müssen. Den reinsten, den du in die Finger bekommst. Der beste wird aus Wermut destilliert. Er wird Fieber bekommen, aber es wird. Ich zeige dir, wie man ihn herstellt. Okay. Wir haben Alchemiestufe dadurch sogar bekommen. Ah, das war doch mal erfolgreich und lohnenswert. Sehr schön. Pater Simon hier von den Vagabunden befreit. Jetzt geht er zurück zu seiner Gemeinde. Und wir brauchen jetzt nur noch Wermutgeist. Oder was heißt nur noch? So, ein Mann Gottes. Jetzt können wir nach Rovna gehen und berichten, was geschehen ist. Das machen wir gleich. Wermutgeist für Philipp und etwas für den Schlaflosen. Das müssen wir auch noch machen hier mit Steinschlag. Boah, wir haben noch so viel Aufgaben. Guckt euch das mal an, ey. Holy shit, wir kommen ja zu nix. Alles klar, 100% Alkohol. Sehr schön. Oh, hier gibt's ja gar kein Essen. Ich hab aber Hunger. Kann ich hier den Apfel aufheben? Ne, die sind irgendwie nur ein Asset quasi und nichts Aufhebbares. Na gut. War hier noch was? Irgendwas Essbares oder so? Hier liegt ein Kreuz. Säcke. Schlafplatz ist hier. Den brauchen wir aber eigentlich nicht. Nun gut. Gehen wir mal zum Pferd. Wir sind ja leider zu schwer. Vielleicht kann ich das aufs Pferd umlagern. Ich fürchte, es ist aber auch schon voll. Na, wobei. 37,6 sind noch übrig beim Pferd. Dann können wir tatsächlich mal unsere Sachen anlegen, die wir jetzt gefunden haben. Was war das eigentlich für ein Schwert? Schnitter. Hat mehr Schaden. Oh, wesentlich mehr Schaden. Holy shit. Das braucht aber Agilität 9. Da haben wir einen zu wenig. Okay, dann müssen wir es erstmal in die Satteltasche tun.
Aber cool zu wissen, dass wir noch ein besseres Schwert im Petto haben auf Zukunft, auf die Zukunft. Rüstung. Gefärbte mailändische Brigandine. Im Vergleich zu unserer anderen auf jeden Fall besser. Sehr cool. Edle dunkle Schuhe. 4 Schutz. Und die alten hatten 3. Sind natürlich halb kaputt. Können wir die auch anziehen. Cool. So, die italienische Beckenhaube. Die ist bestimmt eine ganze Ecke besser wie unsere alte gewöhnliche Beckenhaube. Oh ja, eine ganze Ecke sogar. Alter, wie teuer das alles ist. Die Halskette müssen wir noch verkaufen. Können wir natürlich jetzt aktuell mal anlegen, aber im Prinzip. So, dann kann das ganze Zeugs in die... In da, also zum Pferd drüber. Die Beckenhaube auch. Wir sind leider immer noch die gelben Beinlinge. Brauchen wir nicht mehr, sind auch über. Okay, jetzt haben wir alles an. Sehr schön. Und sind tatsächlich noch eine ganze Ecke besser gerüstet als beim letzten Mal. Sehr schön. So. Ja, und mit den Waffen bleiben wir ja so, wie wir sind. Sehr gut. Die Speisen des Herkules. Was ist denn das eigentlich hier? Nemäischer Löwe in Sahnesoße, erymentinischer Eber in Wein geschmort und andere feine Delikatessen. Das kann man lernen. Okay. Na, was ist das hier? Brief eines Gefangenen? Hä, hey, mein lieber Tee, als ich unsere Währungsreform mit dir diskutierte, sah ich gewiss nicht voraus, wie sich die Situation entwickeln würde. Keinesfalls habe ich zugestimmt, dass die fraglichen Münzen zur Rekrutierung von Banditen und Söldnern aufgewandt werden, um dadurch Gemetzel und Unruhen in der Provinz hervorzurufen. Es entbehrt jeglicher Vorstellungskraft, was passieren würde, wenn uns jemand mit dem Massaker von Neuhof in Verbindung brächte. Ich verständige dich hiermit, hochlöblicher Herr, dass ich nicht beabsichtige, an weiteren Unternehmungen mit dir oder deinen Ressourcen teilzunehmen. Ich bitte dich eindringlich, mit größter Zurückhaltung fortzufahren, da ich erfahren habe, dass ein deutscher Ritter aus Passau Nachforschungen über gefälschte Groschen in der Region anstellt. Dieser Ritter, so wurde mir gesagt, nächtigt derzeit in einer Schenke in Sasau. Zu viele Augen blicken in unsere Richtung. Ich hoffe und vertraue darauf, dass du meine Entscheidung, unsere Zusammenarbeit zu beenden, verstehst und achtest. Mit tiefstem Respekt. S. Punkt. Alles klar. Ich weiß zwar nicht, woher wir den haben, aber okay. So. Pam. So. Wo müssen wir denn jetzt überhaupt hin? Wir müssen erstmal nach Rovna und Bericht erstatten. Das machen wir doch mal gleich. Oh, wir müssen uns was zu essen besorgen dort, ganz dringend. Und dann auch langsam mal in die Haia gehen. Können wir fliehen hier? Nein, können wir nicht. Feind, Misserfolg. Hm, schade. Irgendwer hat uns angegriffen. Oder versucht es, während der Ladebildschirm natürlich wieder in Unendlichkeit geht. Oh no. Hallo, Spiel? Wo sind wir denn hier und warum... Da Fug! Warum bin ich auf einmal hier hinter der Mauer? What the fuck? Ich steig jetzt mal ab. Komm ich hier nicht drüber? Fuck! Nö, komm ich nicht. Das nennst du kämpfen? Hast du genug? Oh, wäre ich mal blöd auf Pferd geblieben. Hier ist der Ausgang, fucking hell. Hilfe! Warum greifen die mich hier an? Wo bin ich überhaupt? Warum eskaliert es auf einmal? Mehr hast du nicht drauf? Oh, wie ging das nochmal mit Q, ne? Genau.
Gott sei Dank, ey. Trau dich doch! Mit dir wisch ich mir den Arsch ab. Das nennst du kämpfen? Gut getimter Konter, ja. Kunda. Aua, das war nicht so gut. Ich schlachte dich ab. War auch nicht gut. Aber. Gut. Oh. Mehr hast du nicht drauf? Du wirst leiden. Okay. Alter! Uiuiui, da muss ich mich jetzt echt konzentrieren. Trau dich doch! Stärke. Ich schlachte dich ab. Okay. Gottes Willen! Oh. Du hast es so gewollt. Ich weiß gar nicht, wo wir sind. Was nennst du kämpfen? Gott, der nächste kommt zu dritt auch noch. Holy shit. Du wirst komm her, bleiben. Du Weichei. Was ist das überhaupt für hochgerüstete Typen hier? Und da wolltest du doch eine Mod nehmen, damit wir noch mehr Ärger kriegen mit diesen komischen Banditen? Das ist ja irgendwie sehr, sehr schwierig. Okay. Was ist das? Trau dich! Was ist hier los? Gottes Willen, ey. Mehr hast du nicht drauf? Nee, Vorsicht. Aua. Fuck. Der hat natürlich voll erwischt. Ja, kann man gleich das neue Schwert ausprobieren. Oh, der hat aufgegeben. Wir allerdings. Warum ist da schon wieder einer? Fuck! Okay, wird nix. Schaffen wir nicht. Gut laden. Für komische random Begegnungen. Ich spawne innerhalb von irgendwelchen Mauern mit dem Pferd. Ach, Spiel, jetzt come on, ehrlich. Das ist doch echt Schrott. Das waren mindestens 6 Leute oder eher mehr. Aber warum? Also, ich bin doch jetzt nicht irgendwie durch das letzte Lager gerannt oder so. Was war denn das bitte? What the fuck? Dieses Spiel manchmal, ne? Kann wunderschön sein und kann einen einfach auch so ins Gesicht kacken. Das ist ja unglaublich. Warum? Ja, jetzt sind wir hier. Na super. Tja, müssen wir das alles nochmal machen. Das werde ich dann aber nicht mehr in der Aufnahme machen. Das machen wir jetzt gerade offscreen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.